sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, Wahlkreis in Tschechien-Macron. Nachdem wir so viel über Wertschätzung gehört haben und heute auch der Haushalt eingebracht wurde, in dem ja ziemlich klar wurde, was die Stoßrichtung ist, Kassel soll lebenswerter werden, gerade für junge Familien, die viel Einkommenssteuer zahlen sollen, passt es ja ganz gut, dass jetzt auch noch der Antrag Sofortprogramm gegen Armut behandelt wird. Denn während die Stadt vor allem versucht, ihre Schulden abzubauen, wachsen vor allem die Schulden in den Privathaushalten. Wir haben Stadtteile, in denen zum Teil jeder Dritte verschuldet ist, in Nordholland und in Dittmold. 26.600 Kassler sind laut der letzten HNA-Berichterstattung überschuldet. Wir haben in Hessen die Situation, dass jedes siebte Kind in Kinderarmut lebt. In Kassel leben 7,6% der Senioren in Armut. Und die Dunkelziffer ist wahrscheinlich weit höher, weil sich nicht jeder traut, dann auch Grundsicherung zu beantragen. Senioren, die ihr Leben lang gearbeitet haben und dann, wenn sie in Rente sind, noch Flaschen sammeln müssen. Wir haben, wenn man einen Blick in den Haushalt wirft, der uns ja heute zugegangen ist, eine weitere Steigerung der Obdachlosenzahl um 22% vom Jahr 2016 auf 2017. Und ich finde, es ist eine Schande, dass in so einem reichen Land und auch in einer Stadt wie Kassel, wo es immer heißt, positive Entwicklung, so selten über das Thema geredet wird und vor allem so wenig dagegen gemacht wird. Natürlich sind es auch, weil die Ursachen sind auf einer anderen Ebene, es sind die niedrigen Löhne, es sind die Renten und wir können als Kommune nicht an den ganzen Ursachen was ändern, aber was wir können, ist gegensteuern. Und es passiert aber viel zu wenig. Wir haben deswegen den Antrag gestellt, Sofortprogramm gegen Armut, der sich zusammensetzt aus verschiedenen Maßnahmen, die ineinander greifen müssen und wie die Lebenssituation gerade von den Menschen, die von Armut betroffen sind, verbessert werden kann. Das ist einmal alle zwei Jahre zu aktualisieren, der Armutsbericht, das hat im Landkreis funktioniert, dass so etwas erstellt wird, warum also nicht in der Stadt Kassel. Und um es auch nochmal klar zu machen, weil es da schon mal dazu Verwirrung geht, es geht uns hier nicht um ein reines Zahlenwerk, es geht uns darum, dass tatsächlich untersucht wird, welche zielgruppenspezifischen Maßnahmen man machen kann, dass man eine Bestandsaufnahme macht, wie die Situation ist und welche Maßnahmen dagegen unternommen werden können. Die zweite Maßnahme ist, denn Teilhabe funktioniert nur durch Mobilität, dass ein Sozialticket eingeführt wird in Höhe von 25 Euro monatlich. Das ist das, was auch laut Hartz IV für Verkehr vorgesehen ist. In Kassel kostet das günstigste 37,50 und Mobilität und freie Mobilität kann hier also keine Rede sein. Und dass von daher dieses Sozialticket direkt eingeführt wird und auch ein Konzept erstellt wird zur Schaffung eines ÖPNV zum Ultratarif. Schade, dass wir heute nicht über das Seniorenticket gesprochen haben, aber vielleicht wird es ja nächstes Mal dann auch eine Zustimmung bekommen. Als dritte Maßnahme, denn wir brauchen nicht nur Mobilität, sondern wir brauchen auch Wohnungen. Ich habe auf die Obdachlosenzahlen hingewiesen, die in Kassel gestiegen sind. Dass bezahlbare Wohnungen abgesichert geschaffen wird. Wir haben es in der Vergangenheit probiert mit konkreten Maßnahmen, wie mit der Milieuschutzsatzung, wie mit einem Leerstandskataster, wie mit der Sozialwohnungsquote, wo seit zwei Jahren inzwischen geprüft wird, ob die Stadt sowas eventuell einführen möchte. Bis jetzt gibt es da noch kein Ergebnis. War für nach den Sommerferien angekündigt, ist bisher aber nicht gekommen. Deswegen probieren wir es jetzt andersrum, wenn wir sagen, bis Ende 2019 2000 zusätzliche Wohnungen. Welche Maßnahmen? Da kann man den ganzen Weg herlegen. Da haben wir ein paar Beispiele auch in der Begründung aufgeführt. Als vierte Maßnahme schlagen wir vor, dass die unabhängigen Sozialberatungsstellen unterstützt werden. Denn wenn man sich auch anguckt, wie die Zahlen sind, der Widersprüche und auch wie viele davon erfolgreich sind, gegen Bescheide vom Jobcenter, das ist bei 37, 38%. Das heißt, wer sich da wehrt, hat eine Chance, da auch zu gewinnen. Aber dafür braucht man natürlich Sozialberatung, wo auch entsprechende Unterstützung zur Verfügung gestellt wird. Und als letzte Maßnahme auch die Einstellung der Sanktionspolitik durch das Jobcenter. Auch hier wird oft erst durch Widersprüche erreicht, dass man Recht bekommt. Von daher könnte man da auch einfach sich ein bisschen Verwaltungsaufwand sparen und die Sanktionspolitik ganz einstellen, dann hätte jeder mehr Würde und mehr Menschen die Kassen, die sich dann nicht weiter machen können. Vielen Dank.